So, ihr Lieben, jetzt habe ich heute die Duftmeld. Ist auch wieder Anleitung drin. Dann haben wir einen leeren Becher. Wieder zum Umrühren. Dann haben wir hier den Lavendel. Und habe ja beim letzten Mal, als ich die anderen gemacht habe, die Seife, hatte ich ja noch nicht ganz alles aufgebraucht für die Hawaii-Blume. Und dementsprechend habe ich die jetzt natürlich auch noch. Dann haben wir Sojawachs, ein Becherchen voll. Wir haben zweimal Handschuhe. Dann haben wir Lavendel, um das so als Deko mit reinzurühren, und eine Form mit den Herzen. So, dann gucken wir mal, was die Anleitung sagt. Genau, steht wieder, soll mir alles hinstellen. Habe ich natürlich brav gemacht und dementsprechend das Sojawachs in den Becher füllen und dann in ein heißes Wasserbad schmelzen lassen. Ja, kriege ich hin. Und dann soll ich das Öl mit reinmachen, gut umrühren und in die Silikonform mit reinpacken. Und beziehungsweise ich soll erst die Deko machen, reinmachen und dann die Duftmasse darüber gießen. Also das heißt, die Deko wäre jetzt hier der Lavendel. Und genau. Und dann alles gut aushärten lassen. Ich bin mal gespannt. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen und mache es jetzt einfach mal. Ich muss bloß gucken, wie ich mein heißes Wasserbad am besten mache. Also, stellen wir den Topf mal weg, damit es besser zu sehen ist. Dann nehmen wir jetzt unsere Form. Also hier seht ihr, ist wirklich gut aufgelöst. Also es ging jetzt wirklich gut mit dem, wie ich es jetzt gemacht habe. Das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt am Herd machen. So, dann nehmen wir jetzt einen. Und dann gucken wir mal. Ich mache ja eh noch nicht alles, weil
ist ja einfach noch nicht komplett. So, dann haben wir hier den Lavendel. Und dann machen wir einfach mal ein bisschen was rein. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu viel war. Ich vermute ja fast. Guck mal jetzt einfach mal. So. Wo er ist. Und dann machen wir es einfach mal hier rein. Es war Tatsache weniger. Als beim ersten Mal. Aber ich lasse es jetzt so. Lasse jetzt erstmal alles kalt werden. Und dann schaue ich mir mal das an, wie es so wird. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben. Hier sind jetzt. Hier die drei hatte ich ja nun nicht mehr, weil ich ein bisschen weniger genommen hatte. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, wie sie aussehen, wenn ich sie rausnehme. So, ist das Nummer 1 und riechen auch danach, gehen wirklich gut raus und hier sieht man jetzt so ein bisschen den Lavendel drin, also dadurch, ich guck mal, machen die sich wirklich gut. Ich würde mir den Rest jetzt auch aufheben. So, dass ich dann noch mal ein zweites Mal was von habe. Vielleicht fällt mir auch noch irgendwie was ein, jetzt aus der Erfahrung heraus, wie man es so macht, was ich jetzt noch so reinmachen kann. Und dadurch habe ich dann noch mal eine Chance, noch mal was Neues mit rein.
Design zu machen. Also ich finde, Material ist wirklich gut. Ist auch bisher immer ausreichend jetzt da gewesen. Sowohl was ich ja vorher gemacht habe mit der Seife, als auch jetzt eben hier bei diesem Duftmeld. Und dann bin ich gespannt, was mir noch so einfällt. Vielleicht nehme ich euch dann erneut nochmal mit, um euch dann meine Erfahrung auch nochmal mitzuteilen. Hat in jedem Fall Spaß gemacht. Ich freue mich Tatsache und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei und kann euch Tatsache die Sets nur empfehlen. Hier sind ein paar mehr drin auch noch. Und kann euch, wie gesagt, nur empfehlen und dadurch viel Spaß dabei. Bis dann, tschüss!